Jo Leute, zurück bei Family Guy und ich habe gerade vergessen, dass wir ja diese Bombe haben. Und ich gehe immer hin und anstatt, dass ich dann das hier drücke, also das auswähle, ist es so, dass ich dann immer den Charakter wechsle. Das ist ziemlich ekelhaft. Also die Steuerung ist jetzt nicht so geil. Aber das Spiel ist geil. Das macht richtig Laune. Gott. Schön Kohle eingesackt gerade. Ah, wir können so viel werfen, wie wir wollen. Das ist natürlich sehr praktisch. Ach, guck mal an. Hier müssen wir dann wohl gleich hin. Das ist mal schön. Ach, da war einer, okay. Jede Menge Kohle. Jetzt habe ich leider nicht gesehen, wie diese Figuren aussehen. Aber egal. Wir müssen das ja hier auch nicht zu 100% machen, ne? Hauptsache, das ist einigermaßen abgeschlossen. Ah ja, Waffen wollte ich kaufen. Raketenwerfer. Attribute, haben wir da noch Geld für? Nein. Schade. Egal, wir haben Raketenwerfer. Für wen denn? Ich guck. Ah, okay, für Stewie. Der hat dann schon zwei explosive Waffen, fällt mir gerade mal auf. Das finde ich ein bisschen unfair jetzt gerade. Feuer! Ha, die Waffe ist ja überkrass. Da ist wieder eine. Okay, jetzt weiß ich, wie die aussehen. Oh mein Gott, wie viele Raketen wir haben. Und wie gut die Waffe ist. Ist ja der Hammer. Er aimt die auch noch automatisch an. Geil wäre natürlich, wenn man hier einfach alles zerstören könnte. Geh weg. Geld. Boah, voll viel Geld. Nachladen. Shoot to kill. Ja, ich bin dabei. Wartet mal. Wählen mal eben das Medikit aus. Nicht, dass wir hier sterben. Ah. Ah, okay. Sind da mehrere Raketen gerade rausgekommen? Da oben. Hä, von wo denn? Wieso können die denn? Kann doch nicht sein. Geht doch. Mach kaputt. Ha. Self-Destruct-Sequences are always a bad idea. Okay, was kommt denn jetzt? Ach so, das nächste. Das ist auch wieder Geld, wie ich das sehe. Das freut mich natürlich. Oh, noch mehr Geschütze. Oh Gott, was ist da denn? Naja, die gut. Ich meine, die Autos, die kann man ja eigentlich... Die sind ja so gesehen keine Bedrohung. Ich meine, bam, sind die Autos kaputt. Scheiße. Alter, der Raketenwerfer ist echt... Der geht gut rein, würde ich mal behaupten. Butterweich. Der schießt mehrere Raketen. Ach, so. Hopp, da ist ein Medikit, das muss ich natürlich mitnehmen. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier ist jede Menge Kohle. Die nehmen wir mit. Mir kommt das Level bis jetzt irgendwie so vor wie so ein Bonus-Level, finde ich schon fast. Geh weg. Das hat's ja jetzt gebracht. Aber der ist auch irgendwie komischerweise nur gut auf... Shit. So,
So auf Nähe. Schieß ihm doch in den Kopf. Das wollte ich gar nicht. So, das wollte ich. Sniper. I'm taking credit for finding this one. Oh, you got me. So, dann machen wir das mal eben. 3 von 4, dann kommt jetzt da hinten das dran, wo wir jetzt eben schon waren. Ah, der da, ne? Geht mir aber auch auf den Senkel. Well, well, well. This is so unexpected. So, überspringen wir das mal. Ich meine, mittlerweile kennen wir das ja auch. Ah, Mist. Jetzt aber. Geh weg, Schnäuzer-Man. Ja, ja. Leben ist irgendwie gerade nicht so super bei uns, oder? Wartet mal. Ach ja, Brian hat den ja nicht, sondern Stewie. Ha! Habe ich mir gedacht, dass hier noch einer ist. Aber nicht, dass jetzt hier 5 Stück insgesamt nur in diesem Teil versteckt werden. Das wäre natürlich scheiße. Dann fehlen uns ja noch 2. Ich glaube, ganz am Anfang vom Level wären noch welche. Ach, guck mal an. Mach kaputt. Okay, der ist im Arsch. Oh, aber die nicht. Okay. Schnell, bevor da wieder welche kommen. Wir sind nämlich jetzt down. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal gucken, können wir noch was kaufen? Oh. Endgegner oder was? Schon wieder ein Endgegner. Vielleicht auch nur ein Zwischenboss. Wir gucken mal. Aber als erstes mal, ich überlege gerade, holen wir größeres Magazin oder? Dann könnten wir mehr Raketen abschießen. Hm. Oder haben wir hier noch was, was wir... Das ist nicht... Gegenstände. Wir sollten uns vielleicht... holen uns mal Gesundheitspakete. 2 Stück, können ja eh nicht mehr tragen. Und der Rest, ah okay, den können wir nicht investieren. Ist ja nicht schlimm. Dann nehmen wir jetzt, ach scheiße. Wir nehmen jetzt das da. Und dann, Alter, Alter! Her damit! Mann, warum geht das nicht? Drück doch eher. So, geht doch. Nein, nicht Attribute. Gegenstände. Jetzt kann ich mir hier schon wieder so eins kaufen. Ich sehe schon, der Part hier wird heute wieder ein bisschen länger als die letzten, weil... Shit. Ich gehe gleich drauf. Ja, sieht man jetzt schon. Super. Wo sind sie denn? Ach, da. Muss ich jetzt den abschießen, den Bürgermeister? Oder den Stewie? Ich glaube, den Stewie. Ja. Bringt das was? Nee, das bringt gar nicht. Doch, das bringt wohl was. Aber nicht besonders viel. Lad mal durch hier. So. Shit. Ich bin gleich wieder down. Wartet mal, wir probieren mal was anderes. So. Das hat's jetzt nicht so gebracht. Ah! Wenn wir Stewie abschießen, verliert der Leben. Ah, super.
Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich mir die ganze Raketenwerfermunition auch sparen können. Again, I love repetition. Raketenwerfer da. Na, ich glaube, hier ist echt der Sniper besser. Geh weg. Scheiße. Fuck. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das was bringen würde. Nee, wahrscheinlich nicht. Stewie. Du musst sterben. Das bringt, glaube ich, nicht mal was. Okay, besiegt. I have a dream that all men are created evil. Besiege den bösen Bürgermeister West. Alter, ich bin tot. Direkt. Was macht der denn für einen Schaden? Ist ja unnormal, der Heini. Jetzt nehmen wir aber Stewie mit dem schnieken Raketenwerfer. Oh. Oh, 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 oh. Ja? Das ist nicht schlecht. Der ist ja jetzt auch weit geflogen. Der Kasper. Der alte Batman, ne? Also wer es nicht weiß, Adam West war der erste echt Batman. Und ja. Jetzt aber komm. Na, lad nach. Dann machen wir einen Kalt. Die Katzenarmbrust. Alright, West, get those bombs back here if you want to live. Okay, I'll do it. But there's something you have to do for me in return. What is it? I'm thinking of running for governor in the next election, and there's another mayor standing in my way. I need you to assassinate him. It's a friggin' cheeseburger. Is this guy serious? Oh, I'm serious. I'm as serious as a cat. What? A cat serious? I don't know. Oh, they're serious, all right. They're as serious as... Okay, okay, something wacky. We get it, we get it. All right, let's go assassinate a cheeseburger. Okay, neue Kampagnenwaffe verfügbar. Ich sehe, wir haben noch ein paar Minütchen. Da gehen wir ruhig nochmal in die nächste Mission rein. Also, das ist richtig behindert. All right, fellas. There's a sniper rifle waiting for you in the top floor of the book depository. Oh, okay. I see what we're doing here. Here's some silencers for your weapons so you don't alert the security guards of your presence. And here's some bologna sandwiches. You never know when you're gonna get a hankering for circular meat. Thanks. Okay, we're gonna go do that thing now. Godspeed, gentlemen. Oh, also the movie Speed, just in case. It was really nice of him to make us sandwiches, but I'm not gonna eat mine. Ja, der Typ ist ziemlich verstörend, muss man sagen. Okay, we're in a parking lot. Ah, die Hippies wieder. Da müssen wir sogar lang. Können wir das nicht in die Luft jagen? Hier. Nö, interessiert die gar nicht. Okay. Gucken wir gerade mal, wie viel Kohle haben wir? 3000 noch was? Waffe? Die Taser-Kanone, okay. Die hätte ich gern, die Magma-Kanone. Gefrierstrahl wäre auch nice. Railgun wäre Hammer. Okay, aber ich würde sagen, ich mache jetzt kurz den Cut, melde mich gleich zurück, wenn wir dann weitermachen und dann einen Cheeseburger töten. Bis dahin und haut rein.